Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Legend of Grimrock. So, wir stehen vor dem Ausgang zum zum Strand, glaube ich. Ich bin mal gespannt, ob da ein paar Turtles respawned sind. Dann würden wir wieder ein bisschen Essen bekommen. Ich glaube, da wir hier sowieso nochmal zurückkommen werden, werde ich einfach mal hier mein Schild liegen lassen. So, spare ich mir ein bisschen Gewicht. So, Essen. Ja, Cassandra wird bald hungrig werden. Hissa? Warum verhungerst du nicht? If you are starving, the bar turns red. You don't regain health and energy. Moment mal, warte mal. Neckchain. Immunity to starvation and burdened. Ah, ich konnte ihn ja immer so voll belasten. Bis zur Grenze. Und erst ab der Grenze kann er dann plötzlich nicht mehr laufen. Darauf musste ich ja mal achten. Aber er muss ja auch gar nicht mehr essen. Der muss ja gar nicht mehr essen. Yay. Hissa, hissa, mein Freund. Bist mir aber auch einer. Warum sagst du das denn nicht? Das ist natürlich sehr schön. Na gut. Spare ich mir ja Essen, ne? Licht. Das ist eigentlich Quatsch, weil ich ja gleich rausgehe, aber egal. So. Gehen wir mal raus. So, es ist ruhig. Ah, Turtle. Turtle Meat. Aber der Turtle Meat muss nach da. Das Turtle Meat. Das Turtle Meat, der. Das Turtle Fleisch. So. Das Schildkrötenfleisch. So, eigentlich ganz ruhig, ne? Na, keine einzige Turtle respawned. Nö, ne? Dann halt nicht. Keine Schildkröten, keine Eier. Oh, 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 oh. Ich sehe was. Und das sieht nicht gut aus. Ich war doch gerade... Ach, da ist er. Da steht er. Da steht unser Freund. Ich sollte... Unser Freund kommt. Unser Freund kommt. Ich möchte hier. Und er holt Freunde bestimmt. Er holt bestimmt Freunde. Ich habe mich hier blöd hingestellt, ne? Merke ich gerade. So, das bekommst du, ne? Du hast das getragen. Ja, Fleisch zu dir. Beziehungsweise Fleisch zu ihr und einmal bitte essen. Ah, ich hätte mal... 3 goldene Schlüssel. Und Fackeln. Oh, meine Güte. Was soll ich denn mit den ganzen Fackeln? Keine Angst, ich komme gleich wieder. Ich will mich nicht drücken vor dem Kampf. Keine Angst. Serpent's Death. Oh, und ich habe den anderen Stab nicht... Ah, ich hab doch noch ein paar Sachen vergessen im Tempel. Nein! Ich hab die Gauntlets vergessen. Nein! Ich trottel! Nee, so geht das nicht. Okay, die sind ja zum Glück schnell besorgt. Also ich will mich wirklich nicht drücken vor dem Kampf, aber ich habe doch ein paar Sachen blöderweise, echt ganz blöderweise liegen lassen. Das ist ganz doof. So. Jetzt können wir hier nicht ins Wasser springen. Das ist auch doof. Können wir auch nicht ins Wasser. Hier können wir ins Wasser. So.
Schwimmen, schwimmen. Schwimmt schneller und nicht ertrinken. Und Luft. Ja, das ist echt blöd. Mein, wo war denn mein Kopf? Aber das ist halt das Blöde, wenn man die Sachen hinlegt, um irgendwelche Sachen aufzumachen und dann, dann freut man sich, dass man ganz viele Sachen gefunden hat und vergisst die Sachen, die man hingelegt hat. Ja, Mann. Die machen es aber ganz schnell. Ganz, ganz, ganz schnell. Ich renne schon so schnell ich kann. Ja, falsch abgebogen. So, da, 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 da. Gib mir meine Handschuhe wieder. So. Hopp. Besser. Jetzt mehr Protection und alles. Und sowieso alles. So, das war Nummer 1. Aber das war noch nicht alles. Jetzt müssen wir da runter. So, einmal Seil. Schwupps. Aber gut, wenn wir viel laufen, dann wird er hier ja Kräuter produzieren. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir hier rein. Hier haben wir doch auch, hier, Frau und Dina und so weiter. Da haben wir doch auch Sachen liegen lassen. Bäh. Falsch. So, schwupps. Geradeaus und hier runter und da und jetzt hier. Jetzt ist die Frage... Ah, da. Wand of Fear. So, wo war das letzte? Oder das andere? Ich glaube, ganz hinten, ne? Nee, da. So, die Frage ist, brauchen wir überhaupt diesen Wand und das Teil? Ich habe jetzt nur der Vollständigkeit habe. Requires Light Weapons 4. Wir werden es höchstwahrscheinlich niemals benutzen. Es wiegt aber nur ganz wenig und hat einen ganz kurzen Cooldown. Cloud of Nightmares. Also, das Ding behalte ich mal. Das Teil geht weg. Kein Concentration, ne? Nö. So. So viel dazu. Jetzt die Frage, wie komme ich... da ist die nächste Treppe. Da runterspringen, laufen, 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 laufen. Ich bin gerade voll in Hektik, weil ich nicht viel Zeit verlieren will. Ich habe ja so vollmundig angekündigt, hier, Stormbreach, Hamlet und so weiter. Und jetzt machen wir das ja gar nicht. Doch, klar machen wir das. So, wir sind schon wieder fast da, seht ihr? So,
Ich möchte jetzt einmal kurz abspeichern. Ich finde das wichtig. Da wir ja doch einiges gemacht haben und es könnte ja sein, dass sie sterben. Ne? Also ich möchte einfach die Wege nicht nochmal laufen. Ja. Alles top. Ich hab schon was gehört. Irgendjemand knurrt hier rum. Könnte natürlich auch sein, dass das dahinter ist, aber ich vertraue dem Ganzen nicht. Außerdem ist ja dieser blöde Oga. Ah, daneben so Mist. Wow, Oga und die möchte ich nicht zusammen haben. Wow. Verteidigt. Da kommt unser Freund. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Daneben. Au, das tat weh. Das tat weh. Komm. Komm, 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 komm. Wieso, hä? Der brennt nicht. Cassandra gibt ihm mehr Mühe. Der Zauber muss ihn zum Brennen bringen. Ja, wir kriegen wieder ein paar Steaks, das ist gut. Ja, ein bisschen sind wir angeschlagen, aber nur ein bisschen. Wollen wir kurz schlafen? Ich glaube, es ist gar nicht keine schlechte Idee, ein bisschen zu schlafen. Auch wenn wir durch den Mond, also auch wenn es gar nicht so dunkel ist, aber... Wobei das natürlich sehr gefährlich war, ne? Was ist, wenn jetzt hier Monster kommen in der Zwischenzeit? Ne? Lieber zweimal nachgucken als einmal. Nicht, dass uns solche blöden Waage von hinten plötzlich überraschen. Eigentlich könnte ich auch mal einen Feuerball hier vorbereiten, ne? Ist eigentlich hier noch irgendwas? Ja. Hier ist ein Durchgang, da ist ein Durchgang. Also ich kann leider... Die können mir in den Rücken fallen. Ich kann das leider nicht zumachen, irgendwie, oder darauf hoffen. Kann darauf hoffen, dass nichts passiert. Was hast du zu sagen? For every force, there is an opposing force. There are two sides of everything. The duality permeates the whole universe. Also für alles, für jede Seite gibt es eine Gegenseite. Verdächtig ruhig. Ich finde, es ist zu ruhig gerade.
das ist der andere Weg. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber es ist zu ruhig. Huch. Ah, ein Baum steht in der Luft. Da steht ein Baum in der Luft. Ein süßer Baum in der Luft. Oh, 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 oh. Hallo? Ja, ja, der holt jetzt Freunde und die sind ganz böse auf mich. Alter, sind die schnell. Waren die nicht gegen Gift und so? Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Genau. Ha! Aber es ist rot aufgeblinkt, ne? Also ich glaube, Gift mögen die nicht. Also wer mag schon Gift, ne? Aber so ein Stein fühlt sich natürlich von Gift ein bisschen weniger beeindruckt als, ich weiß nicht. Als ein lebendiges Wesen. Ach, da ist der nächste Troll. Was haben wir hier? Zack. Legend of Kil'Hagan. On his way to Ascension, Kil'Hagan Rom. Gut, Kil'Hagan ist aufgestiegen. Wohin, wissen wir nicht. Vielleicht wie bei Stargate. Er wurde zu einem höheren Wesen. Können wir jetzt schlecht herausfinden. Und ich möchte es auch jetzt nicht herausfinden. Ich möchte mich erstmal mit ihm hier beschäftigen. Ich hoffe, dass keine Wölfe kommen in der Zwischenzeit. Oh, der haut aber auch ab, ne? So, und tschüss. Jetzt hast du dein Gift, bitte. Ich brauche meinen Rückzug. Meine Rückzugsmöglichkeit. Ja, Legende von Kil'Hagan, ich bin richtig. Das Gift wird ihn allerdings nicht töten, ne? Na, komm doch. Jetzt wird er aber angelaufen kommen. Oh, oh, da kommt ein Wolf. Ein Wolf bedeutet, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Denn wer weiß, wie schlau die sind. Ob die nicht plötzlich hier so Hallo sagen. Und der Ogre stirbt ja vielleicht am Gift. Hübsche Statue da. Ah, der Ogre kommt gerade. Der kommt gerade, ne? Ja, brüll. Also richtig macht ihm das Gift nichts aus, ne? Der ist ein bisschen giftresistent. So, komm um die Ecke. Ei, ei. Uah. So. Mein Gott, tänzelt hier rum als, ich werde mich einmal kurz zurückziehen und abspeichern. Denn ein paar Wölfe sind da bestimmt noch versteckt. Und die Zeit ist ja leider auch, ne? Ich möchte da nicht einfach so mitten in der Gegend stehen bleiben und abspeichern. Deshalb, ich stelle mich einfach mal hier hin und sage vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich.